Hallo und herzlich willkommen zur Shanghai Buchmesse 2020. Ich war ehrlich gesagt ganz überrascht, dass sie überhaupt stattfindet, denn seit Covid gab es hier noch nicht viele Messen. Sie haben sich aber ein neues Sicherheitskonzept überlegt, was unter anderem weniger Besucher beinhaltet. Wir mussten auch alle das Ticket vorher buchen und es gibt auch angeblich mehr Ausstellungsfläche. Ich bin da jetzt mal ganz gespannt. Letztes Jahr war ich auch schon mal hier, da war es recht gedrängt. Und würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Es wird natürlich sehr, sehr viele chinesische Autoren geben, aber es gibt auch eine internationale Sektion, wo ich auch mal ein bisschen schauen werde, ob was für mich dabei ist. Los geht's!
Obwohl mein Mandarin doch recht eingeschränkt ist, muss ich sagen, dass so eine Messe natürlich viel mehr Atmosphäre und Charme versprüht, als jetzt einfach ein Besuch im Buchladen. Man sieht andere hier auch in Büchern stöbern. Ich konnte selbst relativ viel auch die Cover bewundern, die Innenillustrationen bewundern und habe auch tatsächlich ein Buch in der internationalen Sektion gefunden. Ihr könnt ja mal raten, welches. Für diejenigen, die sich noch ein bisschen mehr hier für das Sicherheitskonzept interessieren, das packe ich euch gleich ans Ende vom Video. Und wollte einfach auch nochmal euch fragen, ob ihr denn so eine Messe, wo ihr eigentlich den Großteil der Sprache nicht versteht, überhaupt besuchen würdet. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Vor der Buchmesse selbst musste man sich zuerst mit seinem Pass online registrieren, um eines der 18.000 Tagestickets zu bekommen. Vor Ort musste man dort dann den grünen Code vorzeigen, natürlich eine Maske tragen und es wurde zuerst die Temperatur gemessen, bevor man dann in einem separaten Pavillon nochmal das Gepäck mit einer Sicherheitskontrolle überprüft hat und wir auch nochmal hier mit einer speziellen Wärmebildkamera nochmal auf unsere Temperatur überprüft wurden. Bevor es dann weiterging zu den Eingangstoren, wo man dort wieder mit seinem E-Ticket und mit seinem Pass entsprechend Einlass gewährt bekommen hat. Die Messe selbst hat ja 10% mehr Ausstellungsfläche gehabt und wir haben auch überall Schilder gesehen, beziehungsweise auch junge Leute wie hier mit diesen Schildern, wo überall drauf stand, dass man bitte eine Maske trägt und auch den Sicherheitsabstand gewähren muss. Wie ihr sehen könnt, war das nicht immer der Fall, aber grundsätzlich muss ich sagen, wurde das alles eingehalten und ich habe mich auch sehr sicher gefühlt.